Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elite Dangerous. So, wir sind eine Handvoll Sprünge, glaube ich, weiter als beim letzten Mal, wo wir auf dem Planet waren mit den Biosignalen. Und ja, es sieht wohl ganz so aus, als ob wir heute einfach nur ein paar Meter machen. Derweil, ja, es ist alles schon entdeckt, irgendwie. Wir sind wieder in so einem seltsamen Gebiet, aber das kennen wir ja fast schon. Wie wir von der Bubble weggeflossen waren, wir auch hier in der Gegend. Nur halt ein paar, so 400, 500 Lichtjahre unterhalb. Und da war auch schon ziemlich viel entdeckt. Ah, was will ich machen? Ah, wir kommen sicherlich nochmal in die Elysien schon bald. Und dann finden wir mal wieder andere Sachen. So, dann gucken wir mal zumindest was mal hier an. Ja, was war Name mal hier an? Ah, guck mal, die kennen wir. Das war der Planet, wo wir vorher gelandet waren. 3000 entfernt. Ne, komm. Lieber weiter. So, da kam doch eine Meldung drin. Hi, Franklin. Guten Morgen, guten Tag. So. Ansonsten, ja, nichts Neues. Aber auch aus dem Forum wenig Interessantes gesehen. Was ist interessant? Okay, gut, ich habe das schon mal erwähnt. Das ist offenbar immer noch ein Ding, dass ein Kommando im englischen Forum eine Galaxieumrundung, also komplett außenrum, in einer Sidewinder unternimmt. Das hatte man auch schon mal angesprochen vor, ach Gott, nee, schon ewig her. Das ist mir das erste Mal aufgefallen. Nur bei der Thread bin ich gerade nochmal gestolpert. Gestolpert und zwar. Und ja, der coole Kerl ist immer noch höchst motiviert dabei. Und mittlerweile, das ist relativ uninteressant hier, oder? Na, gucke, was ist denn das da? Das ist ein anderer Name, irgendein Toast. 1500, das ist nicht so weit entfernt. Zwei Biosignale, das ist auch nicht so überragend. Ens. Ens. Ah. Der ist jetzt in dem Außerarm auf der rechten Seite vom Beagle Point, sage ich einfach mal. Kannst du auf der Karte können wir uns mal angucken, wo der ist. Also der hat schon, ich glaube, der ist auch jetzt bei, ich müsste lügen. Also über 1000 Tage ist er auf jeden Fall schon in der Mission unterwegs. Also seitdem, da springt Johannes nicht so weit. Weiß auch gar nicht mehr, inwiefern er die aufgemutzt hat. Und das ist schon irre. Aber wie schon gesagt, es gibt wohl nichts bei Elite, was man machen kann und wo es Leute, also und was halt nicht gemacht wird. Das ist ja das Faszinierende dort dran. So, hier ist schon mal überhaupt nichts. Das ist gut, kommen wir schneller voran. Und genau, können wir hier gerade mal gucken. Hier ist jemand. Das ist, glaube ich, der Franklin. Oh. Columbus und Michael wahrscheinlich. Und der andere Commander ist jetzt ungefähr hier oder so, hier in dem Bereich, glaube ich, so irgendwie so grob in dem Bereich ist der jetzt. Hat hier immer so Übersichtskarte, wo er dann postet, wo er gerade ist. Ist schon spaßig. Okay, gut. Der war jetzt ja auch seit Colonia der Tour, das hat ja auch über Jahr gedauert, bis man dann wieder an der Bammel war. Und das war wenigstens ein Schiff mit allem Komfort. Aber der zieht's durch, weil der hat hier dann noch ein ganz gutes Stück vor sich. Weil er Nimmo ganz oben ist, hat schon 1000 Tage. Ich glaube, der ist ein bisschen länger unterwegs als wir bei unserer Colonia Bubble Tour. So, hier ist auch nichts. Auch gut.
viel haben wir dann auf der Route 4? Dann müssen wir eine neue Route planen, sofern das irgendwie möglich ist. Das ist ja irgendwie eine seltsame Gegend hier. Das haben wir ja auf dem Hinweg eigentlich, wo wir von der Bubble weggeflossen sind, schon gemerkt, dass es hier teilweise ein Gebiet ist, wo es nicht so allzu viele Sterne gibt. Das muss wirklich was mit deiner Arme zu tun haben. So könnte ich also von der Galaxiearme. Ne, Spiralarme nennt man das hier dann. Könnte ich mal durchaus vorstellen. Weil das ist halt zwischen der Arme halt relativ dünn besiedelt ist. Oh, guck mal, hier haben wir doch noch was zum Arbeiten, oder? Fuel scooping complete. Na komm. Oh. Hallo? Ach komm, hier, da hat uns jemand die Planete gelost. Das ist aber nicht. Nee, das sind Geerdähnliche, das ist nur felsig, das verarscht uns. Kenne Major. Ja, die Planete nehme ich natürlich auch gerne mit, wenn der ursprüngliche Commander die nicht wollt. So, A4 und A5 ist sogar terraformierbar. Aber es ist doch der erste landbar. 6A. Wow. Wow. Okay, das Programm für heute ist gebucht. Packen wir halt nochmal. Wir müssen zur Nummer 6. Und wir müssen bei 4 und 5. Packen wir das alles. Gucken wir mal, wie es steht. Wenn nicht, nehmen wir mit den Biosignale. Fangen wir mit denen an. So, jetzt muss ich mal gucken. 6 ist da hinne. Und 4 und 5. Ja, 5 ist natürlich komplett da hinne. Aber ich würde sagen. Ach komm, wir fliehen direkt da hinne hin, würde ich sagen. Das mache ich dann auf dem Rückweg. Das ist kein Problem. Dann gucken wir uns heute noch mal ein paar Biosignale an, weil wir haben ja schon diverse Minuten. Ja, das ist, denke ich, besser. Und dann kann ich neue Folge hier noch ein bisschen scannen. So, zur Überbrückung der Zeit noch was trinke. Ja, kann ich gerade vielleicht noch nachlegen. Hab gestern Abend noch der zweite Teil vom Sleepaway Camp geguckt. Unhappy Campers. Die erste hat mir ja nicht gefallen. Und der zweite hat mir super gefallen. Kommt auch im Sumo vor. Vor allem, weil der halt das quasi 180 Grad Wendung, was der macht. Die erste war noch relativ ernst und so. Mit dem überraschenden Ende. Und der Film, das ist fast schon eine Parodie. Also es ist keine wirkliche Parodie. Aber es fühlt sich fast so an. Der Film fängt schon richtig geil an mit so schönem 80er Rock. Es ist sogar das Endestück von Anvil, Straight Between the Eyes. Auf jeden Fall kommt das ein Ding vor, die Musik in dem Film ist eh gut. Schöner 80er Rock, das kommt bei so Slasher eh gut. Dann hat er super Tempo, ist schon von Beginn an sehr blutig, hat viel nackte Haut, was in so Slasher auch gehört. Okay, das konnte man beim ersten Teil aus verständlichen Gründen nicht tun, weil da war ja wirklich viel Kinder dabei. Und bei dem Door, beim Citadel war es dann die typische, ja, Ende Teen, Anfang Twen Situation, wo man aus vielen Slasher kennt. Und der Film hat einfach nur Spaß gemacht, weil er einfach nur der Zeit hat direkt am Anfang schon die Killer gezeigt. Und das ist die Figur aus dem ersten, die dann halt ein bisschen größer, wo er ist, größer ist. Moment, das war glaube ich der Mond, wo er die für die Biosignale hat. Da wollen wir doch hin. Wir wollen uns das hier angucken. Und ja, die arbeitet halt als eine, wie nennt man das, Aufseher,
Im Englischen wäre es der Camp Counselor. Die, wo du auf die Kinder aufpasst. Dumm. Und sie ist halt relativ hart drauf, denn wer nicht nach ihren Regeln lebt oder halt irgendwas macht, was uns unsittig gegen die guten Sitten, unsittig, also so halt, keine Ahnung, Kiffe, Saufe, Sex, sie ärgern vor allem. Wer das dann macht, der wird direkt umgebrungen auf irgendwelche Art. Und der Film gibt direkt von Anfang an Gas. Und also ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Vor allem, der ist halt echt witzig, weil er halt auch so Freitag der 13. und Nightmare on Elm Street wäre quasi direkt zitiert, komme im Film vor. Also hat mich echt überrascht, dass der so komplett anders da ist. Und geil. Der dritte gucke ich auch noch. Eventuell sogar heute Abend. So, okay, jetzt wird's spannend. Alleoids. Die hatten wir doch gestern oder bei der letzten Folge. Bakterie, wie immer. Kaktodia. Achso, das war die komische plastikartige kleine eckige Dinger. Fungoids, ja. Osseus, Stratum, Schrups, Tusok. Schrups hat jeder von euch gesagt, das ist was anderes als das eigentlich. Das gibt's nicht, das ist was anderes, aber wir fliehen einfach mal alle. Tusok. Gerade aus. Ja, ich glaube, ich wäre schon, wo ich hinfliehe. Bakterie ist es nicht so wichtig. Kaktodi haben bloß mal gerade mal aktiviert. Und genau. Ja, das ist okay. So. Gucke. Ja, das müsste eigentlich hinkommen, wenn man ungefähr so in dieses deine blaue Dingenskirchen zu oberen. Ist der Planet sehr groß? Nö, nicht so arg. Oh, das könnte jetzt eventuell ein bisschen hart werden. Nee, das ist okay. Das ist okay. Ja, ja, ja. Das ist gut. Genau, da fliehen wir rein. Guck mal hier. So ein kleiner Pixel, wo es nichts gibt. Auch nicht schlecht. Aber hier vor uns schaut es gut aus. Ja, das ist doch sehr genehm, würde ich sagen. Da brauchen wir auch die Anzeige doch gar nicht mehr. Das sieht relativ gut aus. Hier ist durchweg blau. Und ja, und ein paar Sachen auf einem Mauer vorhanden. Wäre ich doch sehr angetan davon. So, direkt mal kurz nach unten. Doch 0,2 G haben wir doch tatsächlich. Wow, 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 wow. Ui, okay. So, wir wollen mal ein bisschen runter auf eine schöne Höhe, wo man was erkennen können. Ohne natürlich zu crashen vorzugsweise. So. Okay. Hier haben wir doch direkt schon was. Hier sind Bakterien und hier sind. Das sind die komischen anderen Dinger da. Ja, wieso eigentlich nicht, oder? Fangen wir doch hier gerade mal an, würde ich sagen. Das ist doch. Platz so gut wie der Anna. Okay, gut. Bisschen angekratzt. Wie sie immer sagen, wenn ich auf deine Planete mit niedrig G so gut landen könnte, wie auf deine mit 11G und drüber. Furchtbar. Furchtbar. Oh, hier ist doch alles. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ah, doch, doch. Oder? Moment.
So, mit was fangen wir mal an? Wir fangen mit deine komische Dinger du an, die so, so auf dem Bottom liegen. Hallo? Achso, ich bin noch zu weit weg. Hallo. Na naja, gut, dann egal. Scanne mal. Hallo? Hallo? Hilfe! Ich habe aber irgendwie, keine Ahnung, komischerweise auf total falsche Knöpfe rumgedrückt. Das war's nicht so ideal. Hei. So, die nächste scanne mal dann mit dem SAW. Ich würde sagen, wir fangen mit den Dinger da an. So. Stratum Laminatus Dingenskirchens. Ja, okay, gut. So. Schlüssel. Ja, das ist dasselbe, nur in groß. So. Also diese komische Dinger, die Frühstück mal da mal zuerst ab. Und, Moment, falsche Taste, die wollte ich ja. Jetzt überhaupt keine Ahnung, inwiefern wir da weiter müssen, aber hier ist so ein großes Feld. Und wir können hier sehr schon mal gucken, dass wir die mal. Ja, Smaragd war es. So, dann können wir gerade mal das da. Oh, das war Alioda Laminé Blau-Grün. Hm? Okay, das ist ja schön. Wir gucken einfach mal hier. Und hallo, raus. Sieht schlecht aus. Da können wir dann am besten nochmal zurück. Oder zum nächsten Vorkommen fahren. Dieses komische Zeug, das ist hier. Das ist da. Ach so, das sind die komische andere Dinger da. Die, ja. Die mal da bei der letzten Folge am letzten Morgen gescannt haben. Diese komischen Dinger. Was auch nicht immer noch. Das ist doch Schweinerei. Genau die Dinger. Davon abgesehen könnte man hier mal ein Bild machen, weil hier ist ja relativ viel. Meter fahren, würde ich sagen. Aber die Hunde, die können wir auch bestimmt jetzt direkt scannen und dann würde ich sagen, fahren wir komplett in die andere Richtung. Damit man wenigstens noch den Typ hier fertig scanne.
So, hier steht das Schiff, dann würde ich sagen, fahren wir diese Richtung. Damit man so irgendwie so wieder einen Kreis ums Schiff drehe kenne. Das mal aktiviere, damit man so ein bisschen im Blick haben, wie weit das weg ist. Ich glaube, das da ist noch ein bisschen nah dran, das hier. Wir holen mal das nächste, sicherheitshalber. Ist gut, dass man die ganze Sache nicht mit dem Buggy platt fahren kann. Da wäre ich nämlich prädestiniert vor, alles kaputt zu fahren. Da vorne, das reicht doch bestimmt, oder? Sehr schön. Dann machen wir gerade mit Annie hier weiter aus Holland oder von. Ja, das sind wieder die komischen anderen Dinger. Da kommen wir mal das nächste Feld mit. Um darauf mal sicher zu gehen. Was ist denn das? Das ist wieder so was. Den auch. Oh. Haben wir das schon? Doch, die haben wir schon gescannt, die da. Mit dem Sabi. Guck mal, die haben noch gar geblüht. Richtung. Das ist eigentlich immer ganz schön, wenn es so relativ flach noch ist. Und so, wenn es so viel verschiedene Signale gibt, dass man immer so die Runde ums Schiff drehen kann. Sollen wir doch mal gucken, ob das da schon reicht. Gucken, kostet nichts. Ui, sehr schön. Nimm mal gerade dich. Oder nee, komm, irgendwas Schönes mit. Das wo schon blüht. Zack, eine neue Probe im Sack. Das ist doch schön. So, das Zeug haben wir. Guck mal, da sind wir doch direkt schon am nächsten. Das ist doch praktisch. Ja.
Kaktodia Lapis Gelb. Mhm. Sehr schön. Das ist das nächste, was wir fertig machen. Und dann haben wir noch das Tussock und noch Bakterienkolonie, wo ich vorhin schon irgendwo gesehen habe. Aber die letzten zwei genannten machen wir sicherlich nicht mehr in der Folge. Wir gucken mal, ob wir die anderen zwei noch relativ schnell kriegen zur Probe. Moment, ich möchte gerade mal orientieren. Ah, Döne ist hier nicht was. Ja, das ist doch schon die Kolonie. Naja, okay, Kolonie kann man das nicht gerade nennen. Wieder ein paar vereinzelte. Und die können wir auch noch direkt mit dem SAV scannen. Ist nichts gebrungen, aber sicher ist sicher. ...224K, ein bisschen kalt, minus 50 Grad. So, sehr schön. So, jetzt diese Richtung. Ja, ich glaube, dass da eine den Tontypen machen wir noch schnell fertig, solange wir nur noch Zeit haben, hoffentlich. Sollte relativ schnell gehen, hoffe ich doch. Ah, ja, ich sehe sie. So. Wunderbar. So, die Probe haben wir auch im Sack. Sehr schön. Gut, so wieder ein guter Schnitt. Drei Probe gesammelt. Und ich mache jetzt noch die zwei. So, also Tussock ist auf jeden Fall noch hier. Und ich gucke mal, ob ich die Bakterienkolonie vielleicht noch finde und dann habe ich hier noch was zu scannen in dem System. Das mache ich auch noch. Und genau,
Ich wünsche euch dann schon mal ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.